Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Unterhosen in L.A. Noir. Aber es ist nur eine Unterhose, die wir wieder zusammenfalten und weglegen. Wir haben hier diesen Fall, wo das Auto gegen diese Werbebande hier gefahren ist. Und wir schauen uns mal um. Da ist das Nummernschild U68MTL. Muss ich mir da nichts angucken? Okay. Scheinbar nicht. Schauen wir doch mal in das Auto rein. Nee, noch nicht unterhalten. Ob wir hier irgendwas sehen? Oh. Oh. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Oh yeah. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Okay. Das ist interessant. Gibt's hier noch was? Ja, du guckst immer noch. Gut, dann reden wir mal mit dem Coroner. Driver? Maybe not. Was hat der denn gedacht? How so? Well, a head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? Nee, noch nicht, aber jetzt gleich. What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. Okay. Hmm. Ja, sehr schöner Kopf. Möchte ich mir unbedingt ins Schlafzimmer stellen, glaube ich. Someone managed to tip their ride straight off a cliff. Nicht stolpern, Gerichtsmediziner. In a fit state, we should ask. Ja. Können wir irgendwie hier runterspringen? Geronimo. Geronimo. Nee, geht nicht. Schade. Können wir mit dem Auto da runterfahren? Gut, wir gehen mal ins Krankenhaus. Beziehungsweise wir fahren. Also wir versuchen mal dahin zu fahren. Weil ich hab mein Auto hier im Tunnel abgestellt. Steht das immer noch da etwa? Sieht fast so aus. Gucken, ob da jetzt schon irgendein Stau ist. Ich habe mein Auto gekonnt mitten im Tunnel stehen lassen. Weil ich bin Polizist, ich darf das. So, hier runter. Mal gucken. Scheint sich aber nichts zu stauen hier. Zumindest nicht in die Rausrichtung. Auch hüpft da mal ein paar... Mann, Mann, Mann. That's the guy. I heard he's an honest cop. Now there's an oxymoron for you. Ach, die Straßenbahn bleibt jetzt wegen mir hier stehen, oder was? Ja, ja, ist ja gut. Ich fahre es ja schon weg. Ach, wir stehen auch auf den Gleisen, nicht auf der... Nicht auf der Straße. Mercy! Mercy. So, Orte... Nee, nicht Unfallstelle. Wie? Unfallstelle? Ach, da ist ja noch die Tante. Entschuldigung. Ich bleib mal hier stehen. Da ist ja noch die Tante, die habe ich ja ganz vergessen. Stefan, warum sagst du denn nichts? Geh weg, Stefan. Wir können natürlich noch, wie heißt sie? June Bala, bla bla, oder wie sie heißt. Mit der müssen wir uns natürlich noch unterhalten. Mein Gott. Und ich bin nicht betrunken. Warum? Weil ich so schnell die Treppen hochlaufe, bin ich betrunken, oder was? Nur betrunkene Männer laufen ganz schnell die Stufen einer Treppe hoch. Treppe hoch. So, da sitzt sie doch da hinten in dem Auto. Und hier kann er nicht mehr schnell laufen plötzlich. Ja, ja. Aber langsam gehen kann er immer noch. Ihm steht dieser Anzug so super. Ich bin überhaupt nicht der Anzug- und Hemdenmensch, aber er sieht total super aus. Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of Beast of... I don't like. Keep out of this. Okay, angeblicher Drogeneinfluss. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. What? It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. Das stimmt doch nicht. Das stimmt doch nicht.
It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old lady. So siehst du auch ein bisschen aus. And don't bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Mark Bishop. Aha. Verletzte Beifahrerin. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? Ja, ich meine, das stimmt ja, ne? Sie will ja, aber die hat doch bestimmt mehr zu erzählen. Anzweifeln. Nein. How old is Jessica, Mrs. Nein. Ballard? I couldn't say how old Jessica is. Old enough, sweetheart, as the saying goes. Verdammt, war das denn die Wahrheit? Künstlicher Schrumpfkopf. We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. Nicht? Ach so. The last thing I remember is getting behind the wheel. Ich zweifle sie weiter an. It's obviously some kind of movie prop. Yes. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. Naja. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop, which prop house he uses? Verdächtiger Mark Bishop. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. It's not going to play that way, Mrs. McAfee. We'll take it from there. Relax, detective. You're not nearly as cute when you're mad. Mrs. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm going to be okay. These guys can take me home after my lawyer and I have talked to the news house. Mrs. McAfee, you are still under the influence of narcotics, and you're likely to go into shock once the drugs wear off. And I thought you were a heel. It's nice of you to be concerned. I think we're good here. Immerhin die Hälfte, aber... Shake out of the kid. Trotzdem. Okay, wir schütteln mal was aus dem Kind raus. Obwohl das auch nicht so nett ist. So, hinter dieser Linie können wir wieder sprinten. Hinter dieser Linie können wir wieder sprinten. Jetzt. Da war die unsichtbare Linie. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und ich kann nicht springen, leider. Hüpf doch mal ein paar Stufen runter. So, jetzt muss aber bitte mal einen Stau geben, wo ich mein Auto mitten auf dieser Kreuzung abgestellt habe. Wenn es jetzt keinen Stau gibt, dann bin ich ja persönlich beleidigt. Es gibt keinen Stau. Naja. Vielleicht sollte sich EA und Maxis... War ein Zufall. Roger, 11K en route. Vielleicht sollte sich... Ach, wir sind schon da. Ach, das ist direkt daneben. Ach, wie schön. Und das aus der Fahne wieder. Also EA sollte sich mal was von der Verkehrs... der KI abgucken, die hier Autos steuert. Weil es läuft bei SimCity ja nicht so pralle. Hallo. Hallo, Detective Phelps. Here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton? Yep. Oh, yes. She's in the room, right behind you, Detective. Okay. You can't hold me here. Na, dann mal rein da. Was? Ich kann mich hier draußen schon unterhalten. Good morning, Jessica. Hello, Doctor. I'm Detective Phelps. You're attending to the young lady from the auto accident? Yes. She's conscious now, but I doubt she'll remember much. She's still feeling some of the after effects. Jessica was drugged? She certainly was. Chloral hydrate would be my guess, and there's clear evidence of abuse. She's still a minor, Detective. Oh. Someone planned a double murder to cover up a statutory rape? Swap 7 years for life and gets Guy McAfee on their case? Doesn't make much sense to me. I guess it depends on what they had to lose. Is the doc coming in? Okay. Yep. So, jetzt können wir fragen, ob es besser geht. So, schauen wir uns erstmal hier das Patientenblatt an. Daran erinnere ich mich noch.
Einlieferungszeit 2.45 Uhr, Patientenname Jessica Hamilton, Alter 15, behandelnder Arzt Dr. Elias Webley. Beschwerden, Schädeltrauma und leichte Verletzung durch Autounfall. Spuren von Chloralhydrat im Blut, externe Blutergüsse im Genitalbereich und andere Hinweise auf Missbrauch. Okay, Notizen, Spuren von Chloralhydrat im Blut, kürzlich verabreicht. Keine weiteren Sedative ohne ausdrückliche Genehmigung verabreichen. Patientin muss Bettruhe einhalten und beobachtet werden. Okay. Jessica. You're making me uncomfortable. Just standing around here looking at me, not saying anything. Ich habe mir gerade das Dings da angeguckt, du Naseweiß. So. Unfallbericht. Can you tell me what you remember about the crash? Hallo übrigens. Hallo Jessica. It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Das ist doch eine Lüge. Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? I'm not lying to you. Natürlich lügst du. Deine Unterwäsche. Unterwäsche oder Beweis für Missbrauch? We found your underwear in your handbag, auch. Ah, Jessica. Okay. You need to tell us what happened. Beides, hätte beides gezählt. I didn't want that. I just wanted to be a star, to be in movies. I told Juni what happened and she told me to toughen up. Oh. That was the price of stardom. Did she now, cold-hearted bitch? Aber it's not Juni's fault. It's not my first time. I had a boyfriend back home, but my father found out about him. Even if you consented, Jessica, you're still underage. Yeah. Kontakt zu den Eltern. We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Lüge. Lüge. You're lying, Jessica. How are we going to make this right if you lie to us? Lüge. Please, detective, why would I lie to you? Ich weiß nicht. Also, wenn das jetzt stimmt, weil der Brief der Mutter. Yeah. Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened? I went with Juni to this strange place. It's difficult to remember. Someone okay. gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. Okay. Ich find's gerade interessant, dass das scheinbar hier, dass ich das gut kann, und das ist jetzt wieder 15 Jahre, ist natürlich nicht, aber ich bin Erzieher, vielleicht, naja, egal. How did you meet Mr. Bishop? Well, ich kann nicht deshalb besser, wollte ich damit sagen. Mit Kindern als mit Erwachsenen. She's doing a new movie. Jetzt habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen, worum es hier ging. Scheiße. Was habe ich sie gefragt? Ach, Verbindung zu Mark Bishop. What's the story with Bishop and Mrs. McAfee? Why does he want the two of them dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. I mean, yesterday. Uh-huh. And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? I overheard Juni speaking to him on the phone a couple of times. Screaming, really. She can be very hard sometimes, Juni. But they seemed okay yesterday. Like they worked it out. Beweise für kriminellen Missbrauch. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Da guckt's jetzt aber auch wieder so komisch. Tja. Wir zweifeln es nochmal an. Someone tried to kill you, Jessica. You get it? Forget about being in movies. It's time to act like a grown-up. I had to wear a robe and lay down on a stone. There were lights, a camera. It's not my fault. I'm not a bad girl. Hat doch keiner Why gesagt. Are you trying to hurt me? Das habe ich überhaupt gar nicht vor. Will ich doch gar nicht tun. Thank you, Jessica. You've been a big help. Hier ist ein Bonbon. Here's my card. Achso. If you think of anything or you need some help, just get in touch, okay? Okay. Okay. I think it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there?
Du schnallst es nicht, oder? Die schnallt es, glaube ich, wirklich nicht. It's the tale of this town, Cole. Mm-hmm. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. There she goes. Come on. Come on. Come on now. Wird nicht gespeichert. Na dann überziehen wir die Folge ein bisschen. Upsa. Ballard is definitely up to something. Ich habe eigentlich gehofft, dass jetzt gespeichert wird, weil ich eine Aufnahmepause machen muss. Aber da das noch nicht passiert, spielen wir jetzt weiter, bis das nächste Mal gespeichert wird. Und dann beende ich die Folge und diese Aufnahmesession. Too close, Phelps. Ja. Way too close. Ja. Ich bleib einfach mitten auf der Straße stehen. Now would be a bad time to forget how to drive, Cole. Oh ja, ich weiß ja, wie man fährt. So ein bisschen. Gib mir ein Lenkrad und setz mich in ein richtiges Auto, dann wird das schon. Ah, wir sind da. Health is wealth. Gesundheit ist Reichtum, Vermögen oder so. Get in there and see what she's up to. Okay, naja, so lange ist die Folge ja noch gar nicht. Geh mit linken Kontrolle bei der Tür in Deckung. Wo ist die Tür? Da. Tritt das Café, ohne gesehen zu werden. So, da. Das weiß ich zum Glück noch. Dass ich eine Zeitung brauche. No, I don't want him taught a lesson. You know what I want. Well, then make someone else do it. You still know people out here, don't you? Then make some calls. I'm going to be very clear about this. You get this done, or I'm... Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Sure, I got the film. Der sagt ja wirklich, did you get the film? Von wegen unverständlich, ich hab's voll verstanden, was die gesagt hat. So, ist sie jetzt schon weg? Darf ich jetzt... Okay, ich darf wieder aufstehen hier. Genug Zeitung gelesen. So, er fährt weg. Bishops Apartment untersuchen. Da müsste es doch jetzt aber gleich auf dem Weg dahin gespeichert werden. So, what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh, shit. You better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McAfee's wife in the first place. Or he'd have done the job properly. McAfee will break a fella's legs just for looking at his broad the wrong way. What did you make of the kid? You believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. So, darf ich jetzt? Okay. Darf ich jetzt diese Folge beenden? Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser etwas längeren Folge. Fast 20 Minuten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt doch mal einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüsschen.